Hans Donnerstag, ein Ostermärchen von Ludwig Ganghofer aus dem Jahre 1897. Es war einmal vor grauen Jahren eine arme, hochbetagte Witte. Mutter Nanny, so nannten sie die Leute. Sie wohnte ganz am Ende des Dorfes in einem kleinen Häuschen und hatte einen großgewachsenen Sohn mit Namen Lebrecht. Dieser Name passte wie gesucht für ihn, denn er lebte recht und brav, wie es einem armen, ehrlichen Burschen zukommt. Er war von schlankem Wuchs, kräftig und behend und hatte ein freundliches, von dunklen Haaren umrahmtes Gesicht mit haselnussbraunen Augen, die mit stillem Ernst in die Welt schauten, sinnend und träumend, nur manchmal ein wenig gar zu traurig. Das hatte nun freilich einen guten Grund. Und dieser Grund hieß Maragret. Hab's mir aber gleich gedacht, dass wieder so ein verflixtes Mädel dahinter steckt. So hat bis heute noch jeder gesagt, der diese Geschichte zu hören bekam. Ja, ein verflixtes Mädel war sie, die Maragret. Sie tat sich auf ihrem reichen Vater, den alten Müller, gar viel zu gute, war hoffärtig und eingebildet wie eine Elster, die das plappern kann, zu Possen und Streichen immer aufgelegt und ihre Röcke flogen, auch wenn der Wind nicht ging, so flink und fahrig war die Maragret. Aber sauber war sie auch, blitzsauber, das musste man ihr lassen. Sie konnte mit ihrem roten, lachenden Mund und ihren blitzenden Kirschaugen einem das Herz im Leib umdrehen. Davon wusste der Lebrecht, ein Liedlein zu erzählen. Das war nämlich so gekommen. Der Mann der alten Nanny hatte, als es mit ihm ans Sterben ging, seinen Jungen gerufen und zu ihm gesagt: Schau, Lebrecht, mach es mir nicht nach. So ein Vogelsteller hat nichts als Plag und Sorgen all seinen Lebtag, armen Verdienst und sauren Lohn. Da sieh dir doch lieber den dicken Müller an. Der hat den Verstand doch auch nicht mit Löffeln gegessen. Als ein armer Teufel ist er ins Dorf gekommen und heute sitzt er mittendrin zwischen Mehl und Geldsäcken. Sei gescheit, Lebrecht, und werd ein Müller. Dann kannst du es dir wohl sein lassen auf deine späten Tage. So sprach der Alte und darauf starb er. Mutter Nanny und Lebrecht weinten bitterlich um ihn und als sie ihn am Waldsaum unter einer alten Tanne begraben hatten, von deren Ästen die langen graugrünen Moosfaden wie Trauerfähnlein wehten, da machte sich Lebrecht auf den Weg zum Müller. Wohl hätte ihm das freie Leben in Wald und Heide besser zugesagt, aber er wollte als guter Sohn seinem toten Vater den Willen tun. Ich möchte fragen, ob ihr in der Mühle nicht einen Knappen brauchen könnt. Mit diesen Worten betrat er die Müllerstube. Wir wollen sehen, schmatzte der Müller, der hinter dem Tische saß, während vor ihm auf blinkendem Zinkteller ein fetter Schweinebraten dampfte. Er begann mit Lebrecht zu reden, der ihm so kluge Antworten gab, dass der Müller bald seinen Vorteil ersah und den starken, umsichtigen Burschen eindingte als seinen Knappen. Darüber kam die Maragret in die Stube, um den Vater das gefüllte Kännlein zu bringen. Und als da der Bursche das schöne Mädchen sah, wurde er bis über beide Ohren rot und brachte kein Wort mehr über die Lippen. Lachend schickte der Müller ihn zu den Gesellen und da fragte die Maragret, was er für ein Mensch wäre. Der neue Müllerknappe. Ach so, meinte sie und warf das rote Mäulchen auf. Hab schon gedacht, es wäre ein Stockfisch, den der Vater aus dem Mühlbach gezogen hat. Das hörte Lebrecht, als er unter der Türe stand und noch dunkler färbte sich sein Gesicht. Von diesem Tag an blieb er in der Mühle. Vor der Sonne stand er auf
und nach der Sonne ging er schlafen. Mit dem einen Aug war er bei der Arbeit, mit dem anderen bei der Maragret. Und jedes dieser zwei Augen gab aus für ein Dutzend. Die Leute hatten noch niemals so ein feines Mehl bekommen und niemals hatte der Müller so viele Kunden gehabt, als seit der Lebrecht den Mühlgang führte. Und niemals hatten in der Maragret Gärtlein und vor ihrem Fenster so schöne Blumen geblüht und niemals noch so seltene Singvögel in zierlichen Häuschen in der Maragret Kammer gehangen, als seit ihr der Lebrecht zu Gefallen ging. Aber vom Gefallen gehen bis zum Gefallen finden ist noch ein gut Stück Weg. Wenn die Maragret den Lebrecht nur zu Gesicht bekam, verzog sie schon das Näslein und tat, als wäre sie auf eine Blindschleiche getreten. Sie sprengte den armen Burschen in Haus und Hof umher, wie der Schäfer im Feld seinen Pudel, und keiner vom Gesindel hatte so viel vom Hochmut, von den Launen und Possen der Maragret zu leiden, als wie der Lebrecht. Das alles ertrug er und beschwerte sich nie. Nur manchmal sah er sie mit ganz eigenen Augen an, groß und traurig. Dann kehrte sie ihm wohl den Rücken und ging mit lautem Lachen davon. Er aber schlich durch das Mühlwerk in den Garten, wo der Bach mit Rauschen und Plätschern das moosige Schaufelrad im Kreise trieb. Die sprühenden Tropfen glitzerten in der Sonne, aus den tänzelnden Wellen sprangen die schimmernden Fischlein, in den Hecken sangen die Vögel und süßer Duft stieg aus allen Blumen. Und Lebrecht saß und starrte vor sich nieder. Und mit den Tropfen, die von dem plätschernden Rade stäubten, mischte sich zuweilen ein Tropfen, der aus heißen Augen fiel. Der Sommer verging, es kam der Herbst, es wurde Winter. Und dann nahm es jählings ein Ende mit Lebrechts Geduld. In der finsteren Christnacht war es, da ging er mit einer brennenden Fackel zur Kirche, um der Engelsmesse beizuwohnen. Es fiel ihm wohl auf, dass die Leute, die er auf dem Kirchweg traf, bald laut, bald heimlich, kicherten und lachten. Er meinte, dass er vielleicht mit seinem Feiertagsgewand im dunklen Flur den Mehlsäcken zu nahe gekommen war. Aber sein Wams war rein und sauber. Da hörte er eine Stimme. »Seht doch das Wunder an! Die Esel sind gute Christen worden! Da kommt schon einer zur Kirche!« Und der Bursche, der diese lachenden Worte rief, deutete mit ausgestrecktem Arm nach Lebrechts Kappe. Dieser griff nach seinem Kopf, riss die Mütze herunter und er wurde blass bis in die Lippen, als er zwei wirkliche Eselsohren erblickte, die seiner Kappe zu beiden Seiten angenäht waren. Ein schallendes Gelächter erhob sich rings um ihn, er wollte sich auf die Spötter stürzen, wollte die Mütze zu Boden schleudern, da trafen sich seine Blicke mit Maragrets spottenden Augen. Und nun wusste er, wem er diese Schande zu danken hatte. Sein ganzer Zorn schien jählings verraucht. Wohl wurde seine Wange noch blässer, aber stolz richtete er sich empor und während ein bitteres Lächeln um seine Lippen zuckte, drückte er die Kappe wieder mitsamt dem grauen Schmucke über sein krauses Haar. Dazu blitzten seine Augen, dass unter all den Burschen keiner mehr zu lachen wagte. Auch der Maragret war das Lachen vergangen. Mit der Eselskappe auf dem Kopf hörte Lebrecht vor dem Kirchentor die Engelsmesse. Und als die Glocken zur Heimkehr läuteten, ging er nicht wieder den Weg zur Mühle, sondern zum Häuschen seiner Mutter. Anderen Tages kam der Müller, der den tüchtigen Gesellen nicht missen wollte, doch wie er auch reden und bitten mochte, Lebrecht sah ihn mit finsteren Augen an, sprach kein Wort und schüttelte nur den Kopf. Dann suchte er die rostigen Fangeisen und Fallen seines Vaters hervor, säuberte sie und zog in den winterlichen Wald hinaus, um Wölfe, Füchse und Marder zu fangen. Als der Schnee zerrann und die gefiederten Sänger aus dem Süden kehrten, stellte er die Vogelherde und baute Dohnenstiege, und als der Falkenzug begann,
brachte er auf den Wipfeln der höchsten Bäume seine Habichtskörbe und Falkenneste an, so dass er manch einen edlen Beizvogel um teures Geld an die reichen Burgherren verkaufen konnte. Doch was er tat und schaffte, das tat er ohne Freude, still und traurig. Oft saß er den ganzen Tag lang an einer Stelle im Wald, dessen Bäume schon leise zu knospen begannen. Die neugierigen Nussherr belauschten seine Gedanken, und wenn er sich regte und die Hände vor die Augen drückte, flogen sie mit lautem Gackern davon, und dann klang ihre Stimme wie »Maragret! Maragret!« Dann nahm er wohl die Mütze vom Kopf und betrachtete mit schmerzlichem Lächeln den grauen Schmuck seiner Kappe. Er hatte sie Tag um Tag getragen seit der Christnacht, und die Leute im Dorf nannten ihn nicht anders als den Graumann. Ihm ins Gesicht wagten sie diesen Namen freilich nicht zu brauchen, aber der Maragret trugen sie ihn zu, und wenn sie ihn hörte, wurde sie rot und blass. Gesehen hatte sie den Lebrecht nicht wieder seit der heiligen Nacht, denn sie mied die Nähe des Nannyhauses, wie er die Nähe der Mühle. Nun war es die Karwoche, am grünen Donnerstag, da sagte die alte Nanny zu ihrem Sohn: »Du, Lebrecht, unser letztes Scheitlein Holz ist verbrannt.« »Morgen und übermorgen ist heiliger Tag«, gab er zur Antwort, »und da soll kein Feuer auf dem Heide brennen.« »Und keine Arbeit darf geschehen«, lächelte Mutter Nanny. »Aber deinen Osterbraten sollst du haben. Und wenn du nicht noch heute in den Wald gehst, um Holz zu schlagen, dann wird uns der Ofen auch kalt bleiben am Ostertag.« Lebrecht nickte nur, nahm seine Graumannskappe, warf die Axt über die Schulter und ging dem Walde zu. Er wählte einen dürren Stamm, doch als er die Axt zum Schlag erhob, fühlte er seinen Arm gehalten wie von unsichtbaren Händen. Daunend schüttelte er den Kopf und ließ die Arme sinken. So oft er sie aber von neuem erhob, immer wieder fühlte er jene geheimnisvolle Macht, welche den bedrohten Baum zu hüten schien. Da nun der Lebrecht das Gruseln nicht kannte, dachte er sich: »Warte, du, dir komm ich«, ließ plötzlich die Axt zu Boden fallen und griff mit beiden Händen aufs Geratewohl in die Luft. Sonderbar kam es ihm vor, als er unter seinen Händen etwas fühlte wie ein seidenes Tüchlein. Und ehe er sich noch recht bedachte, sah er vor sich ein winziges Männlein stehen, kaum 3 Spannen hoch, mit feuerrotem Haar und Bart, mit rotem Röcklein und roten Hosen. Und weil es in seinem Zorn mit beiden Füßen strampelte, war es anzusehen wie ein springendes Flämmlein. Lebrecht musste lachen, zum ersten Mal wieder seit der Christnacht, und lachend sagte er: »Ei, Gott zum Gruß, euer Gnaden, wie heißt ihr denn?« »Hans Donnerstag heiß ich«, piepste der Zwerg, »und ich will nicht leiden, dass du Bäume fällst und Holz spaltest an meinem helligsten Tag.« »Gut, so will ich es lassen, dir zu gefallen«, sagte Lebrecht. Da ward das Gesicht des Kleinen mit einem Male ganz freundlich. Er zwinkerte mit seinem winzigen Äuglein zu Lebrecht auf und kicherte: »Das soll dir gelohnt sein, aber nun gib mir mein Käpplein wieder.« Bei diesen Worten merkte Lebrecht erst, dass er zwischen den Fingern ein winziges Mützlein von roter Farbe hielt. »Gib mir mein Käpplein wieder, ich will dir dafür einen Wunsch erfüllen. Soll ich dir einen Schatz in der Erde zeigen, oder willst du lernen, wie man Steine in Gold verwandelt?« »Ach«, seufzte Lebrecht, »wüsste ich doch lieber, wie man der Maragret Gemüt verwandelt.« »Wirf sie ins Osterfeuer«, kicherte Hans Donnerstag, »wirf sie ins Osterfeuer«, und flink wie ein Wiesel haschte das Männchen nach seinem Käpplein, zog es über die Ohren und war im Nu verschwunden. Staunend blickte Lebrecht ins Leere. »Wirf sie ins Osterfeuer«, murmelte er vor sich hin.
Wen? Die Maragret? Und ein Schauer ging ihm über den Rücken und durch die Seele. Aber er brachte das Wort nicht mehr aus seinen Ohren. Wie die Flocken im Schneesturm, so wirbelten die Gedanken in seinem Kopf. Er wusste kaum, dass er die Holzaxt über die Schulter nahm und den Heimweg suchte. Als er das Feld erreichte, schallten ihm alle Glocken aus dem Dorf entgegen. Lebrecht hörte sie nicht. Er ging in Träumen seinen Weg. Allmählich begannen die Glocken zu verstummen, eine nach der anderen, bis endlich der letzte Klang dahinschwellte über das Land wie ein banger, schmerzvoller Seufzer. Es waren die Glocken gestorben, um erst mit dem Heiland wieder zu erwachen am heiligen Ostertag, und als die Glocken schwiegen, stieg aus allen Dächern des Dorfes weißer Rauch. Der Dampf des Wassers, mit dem sie die Feuer löschten auf jedem Herde. Lebrecht sah es nicht. Er ging in Träumen seinen Weg, und als er das Häuschen seiner Mutter erreichte, bemerkte er gar nicht das viele, schön gespaltene Holz, das am Gartenzaune aufgeklaftert stand. Da mag ja wohl der kleine Hans Donnerstag im Spiel gewesen sein. Und wie im Traum verging dem Lebrecht der andere Tag. Und auch der nächste. Als aber dann am Kar-Samstagabend Mutter Nanny das schwere Bündel mit dem geweihten Holzscheiten zusammenpackte, die sie zum heiligen Osterfeuer spenden wollte, da fuhr Lebrecht auf. »Gib mir das Holz, Mutter«, sagte er, und eine brennende Röte überflog sein Gesicht. »Lass mich das Feuer holen«, er warf das Bündel auf den Rücken und griff nach der langen Fackel, welche vom Osterfeuer die auferstandene Flamme heimtragen sollte für Mutter Nannys Herd. Just als die Sonne sank, weit in der Ferne und blutig rot, erreichte Lebrecht den Hügel, auf welchem das Osterfeuer lodern sollte, die ganze Nacht hindurch. Und just kam auch von der anderen Seite die Maragret. Er blickte nicht auf zu ihr, sie aber streifte mit scheuem Blick seine Graumannskappe, und ihre Hände zitterten, als sie auf dem mächtigen Holzstoß, der schon gesammelt stand, ihre Scheite neben die seinen legte. Während der letzte Schein der Sonne erlosch, war alles stille, und alle beteten. Dann traten die Ältesten des Dorfes zusammen, um jenen zu wählen, der das heilige Feuer zünden, die schlafende Flamme erwecken sollte. Auf Lebrecht Graumann fiel die Wahl. Es war die größte Ehre, die einem widerfahren konnte. Das hieß so viel als: Das ist der Tüchtigste, der Bravste unter uns, er hat die reinste Hand und das reinste Herz. Und dem Lebrecht brannten auch die Wangen vor stolzer Freude, als er hervortrat aus dem Kreis. Da legte einer der Ältesten die Hand auf seinen Arm. »Ich meine, Lebrecht«, sagte er, »du solltest doch dein Käpplein abnehmen.« Lebrecht aber schüttelte den Kopf. »Nein, meine Kappe will ich tragen. Mag lieber ein anderer das Feuer zünden.« So ließen sie es zu, dass er das Feuer weckte mit der Graumannskappe auf seinem Haupt. Er schlug den Funken aus Stahl und Stein, in dürrem Moose blies er ihn an zu roter Glut. Den glühenden Zunder schob er in eine Weizengarbe und blies, bis auf den gelben Halmen die heilige Flamme schlug. Ein hundertstimmiger Jubelruf erscholl aus allen Kehlen. Schon fingen die Späne Feuer und bald war die Nacht in Tag verwandelt, denn baumhohe Flammen loderten aus dem brennenden Stoß. Uralte, heilige Gebräuche wurden geübt. Man briet einen mächtigen Widder am Spieß, jeder aß von diesem Fleisch, dann nahm Gesang und Tanz und fröhliches Gelage seinen Anfang. Nur zwei taten nicht mit dabei. Lebrecht Graumann, der als Wecker und Wächter still versunken neben dem Feuer saß, und die Maragret, die sich unter den Nachtschatten einer alten Tanne geflüchtet hatte. Als dann im Osten ein falber Schein erwachte und das erste Morgenlüftchen über den Hügel strich, da war die Lustbarkeit zu Ende
und Männer und Weiber, eines nach dem anderen, trat an den Holzstoß heran, um die Fackel zu entzünden, um vom heiligen Feuer eine Flamme heimzutragen für das kommende Jahr. Auch die Maragret kam herbei, still, mit gesenktem Köpfchen, und da war es dem Lebrecht, als höre er neben sich die piepsende Stimme des Unsichtbaren. »Ich will sie stolpern machen, gib ihr noch einen tüchtigen Stoß!« Dem Lebrecht schoss vor jähem Schreck alles Blut zum Herzen. »Um Christi Willen, tu es nicht, Hans Donnerstag!« So stammelte er. Aber da sah er die Maragret schon wanken. Sie drohte zu stürzen, mitten hinein in die Flamme. Doch Lebrecht Graumann streckte die Hände, just noch erfasste er sie, riss sie zurück vom Feuer und hielt sie geborgen in seinen Armen. Sie wand sich los von ihm, schlug weinend die Hände vor das Gesicht und drängte sich hinweg durch die Leute. Und wieder kamen sie, eines nach dem anderen, um Feuer zu holen und heimzutragen. Als letzter entzündete Lebrecht seine Fackel, und kaum, dass sie brannte, erlosch auf der Erde das letzte züngelnde Flämmchen. Als er nun heimwärts schreiten wollte, sah er unter der Tanne die Maragret sitzen. »Maragret«, sagte er, und seine Stimme klang sanft und ruhig, »wo hast du deine Fackel? Wenn du nicht Feuer bringst, das wäre Unglück für euer Haus. Und was würde dein Vater sagen?« Sie nickte nur, trocknete ihre Tränen, erhob sich, suchte die Fackel und ging zur Feuerstatt. Es lag aber nur noch eine schwache Glut in der Asche. »So nimm Feuer von dem meinigen«, sagte Lebrecht und hielt ihr die Fackel hin. Da schaute sie zu ihm auf und Zähren traten in ihre Augen. »Lebrecht«, stammelte sie, »könntest du mir wohl verzeihen?« »Ich habe dir lange verziehen, denn was du mir zur Schande tatest, das ist mir zur Ehre geworden.« »Was aber müsste ich tun, dass du es auch vergessen könntest? Sprich, Lebrecht, ich tät es so gerne.« Er blickte sie an, und als er ihre flehenden Augen sah und ihren sanften Mund, da wallte ihm das Blut im Herzen, und er sagte mit bebender Stimme, »Da müsstest du mit mir zur Kirche gehen, Hand in Hand.« »Ach, Lebrecht, ich tät es ja so gerne«, lächelte sie, »vom Herzen gerne.« Er hätte am liebsten die Fackel von sich geworfen und das Mädchen umschlungen mit beiden Armen, doch er bezwang sich und sagte, »Doch wenn du mein Weib wärest, dann ließ ich einen Steinmetz kommen und er müsste mir eines Graumännleins Kopf ausmeißeln über meiner Tür. Und Lebrecht Graumann wollte ich mich nennen, alle meiner Lebtage.« »Tu es doch, Lebrecht, tu es doch«, lächelte sie unter Tränen. »Und noch eines, Maragret, diese Kappe will ich tragen an meinem Hochzeitstag.« »Ja, Lebrecht, tu es nur«, sagte sie, und dazu blickte sie ihn an mit seligen Augen. Nun sah er, dass ihr Gemüt verwandelt war wie Stein zu Gold, und mit einem hellen Jauchzer riss er die Graumannkoppe von seinem Haupte und warf sie in die erlöschende Glut. Und sieh, da schlug ein Flämmlein aus den Kohlen und verzehrte die Kappe, während man nebenbei das lustige Kichern eines winzigen Stimmleins vernahm. An der kleinen Flamme steckte die Maragret ihre Fackel in Brand, dann legte Lebrecht den Arm um seiner liebsten Nacken und so wanderten sie niederwärts den Hügel und heimwärts in das Dorf. Als ihre Wege sich schieden, küsste Lebrecht die Maragret herzinnig auf Augen, Mund und Wangen. Seltsam, wahrhaftig, zwei Feuerlein, die brennenden Fackeln, sah man nun auseinanderwandern in der grauen Dämmerung des Morgens. Und hier waren doch zwei Flammen ineinander geschmolzen zu einer einzigen Glut.
Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst.